so wie es aussieht, haben wir gerade den ersten Schnee, was schön ist. Und ja, wir machen hier unsere täglichen Spaziergänge. Bis zu 1,5 Stunden am Tag eigentlich sind wir immer hier. Und treffen dabei auch viele andere Hunde und auch andere nette Menschen. Und ja, macht Spaß hier auf jeden Fall. Gerade ist ein bisschen kalt, aber ich denke, wenn man sich warm anzieht und sich in Bewegung bleibt, dann passt das schon, ja? Aus dem einen Grund, dass ich früher schon mit Hunden aufgewachsen bin eigentlich und schon immer gerne Hunde in meiner Nähe hatte und mein Vater auch schon mit Hunden aufgewachsen ist. Und mit Hunden, ja, kann man ein bisschen mehr machen. Die sind nicht ganz so eigensinnig wie eine Katze, sage ich mal. Ja, die brauchen eigentlich deine Hilfe, um zu leben, mehr oder weniger. Und deswegen ganz einfach ein Hund, ja. Nach einem harten Spiel oder nach einem harten Training einfach lockeres Auslaufen, nenne ich es immer ein bisschen. Ja. Und man muss doch jeden Wetter raus, ja, egal ob Regen oder Schnee oder 30 Grad. Man muss immer raus, man muss immer den Hund bewegen und sich selber bewegen. Und das ist einfach, glaube ich, auch für beide ein super Ausgleich. Wir haben uns kennengelernt und im Internet eigentlich, also auf der Homepage vom Tierheim Kronach, habe ich den Café gesehen und habe mir dann eine Beschreibung durchgelesen. Er kommt aus Spanien. Erstmal war er auf der Straße, hat auf Straße gelebt und dann haben sie ihren spanischen Tierheim geholt und die sind ja nicht so dafür bekannt, dass sie gut mit ihren Hunden umgehen. Und dann hat das Tierheim in Kronach, die haben eine Partnerschaft mit einem spanischen Tierheim, haben dann ihn nach Deutschland geholt und dann habe ich ihn mir gesehen, bin dann gleich hingefahren, haben einen Probespaziergang gemacht und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe mir gesagt, ja, der Kaffee, der muss mit, der muss zu mir, ja, der braucht ein besseres Zuhause. Und das ist auch ganz gut so, weil er hat nämlich eine Krankheit und die heißt Leishmaniose, die kommt bei Hunden aus Spanien öfters vor. Es ist eine Blutkrankheit. Und die muss nicht immer ausbrechen, kann aber auch sein, dass sie ausbricht und er bekommt jeden Tag seine Medikamente. Die gute Nachricht ist, ich war jetzt erst beim Tierarzt letzte Woche und der Wert der Krankheit ist deutlich gesunken und vielleicht kann man sogar die Medikamente jetzt weglassen. Also läuft alles so, wie es soll und ich bin super zufrieden mit ihm. Ja, wir sind eigentlich beste Kumpels, also er ist immer dabei, jetzt in der Stadt nicht unbedingt, also wenn wir ins Restaurant gehen oder so, dann hat ein Hund nicht unbedingt was zu suchen und der nervt dann auch ein bisschen, ja, kann sich schlecht entspannen in einer fremden Umgebung, aber sonst zu meinen Eltern oder auch wenn ich mal zu meiner Freundin fahre, so, nämlich immer, ist er immer dabei und ja, wir sind eigentlich unzertrennlich geworden. Kaffee kommt aus Spanien, haben sie ihn da so getauft. Ich weiß es wahrscheinlich wegen der Farbe oder vielleicht hat er gerne Kaffee getrunken, ich weiß es nicht. Aber ich denke ganz einfach wegen der Farbe, ja, ist ja ein kaffeebrauner Dobermann. Kommt auch nicht so häufig vor, dass die Dobermänner braun sind, sind eigentlich eher schwarz. Und ja, der Name ist, kommt bei vielen Leuten, finden es super lustig und ich finde ihn eigentlich auch ganz cool. Das ist was ganz anderes für einen Hund, denke ich, gibt es so auch nicht. Also wir laufen die meiste Zeit eigentlich, hier laufen wir nur rum. Ab und zu kann er mit anderen Hunden hier spielen, ich nehme ab und zu mal einen Ball mit. Oder er kann so ein paar Leckerchen suchen zum Beispiel. Er kommt eigentlich immer ganz gut zurück. Kaffee! Komm mal her! Und da lasse ich ihn immer hinsetzen. Und dann bekommt er zur Belohnung ein kleines Leckerchen. Und ja, das macht er eigentlich ganz gut. Schon von vornherein bin ich eigentlich ganz stolz, dass es so gut geklappt hat. Und für mich ist einfach nur wichtig, dass der Hund die Bindung zu mir hat und dass er halt, wenn ich ihn rufe, dass er halt sich abrufen kann, dass er kommen kann, wenn ich das will. Und sonst, ja, so Tricks und sowas macht alles meine Freundin. Ich weiß nicht, vielleicht können wir es ja mal versuchen, ob er einen macht. Schauen wir mal. Sitz. Ja, fahr hin.